Patrick ist sich absolut sicher, dass er Finn zu sich holen will. Denn sein Sohn soll nie erfahren, was es heißt, ohne Vater groß zu werden. Doch die Pflegeeltern Mara und Toni Wilke sabotieren Patricks Umgangsrecht. Wo ist Finn? Guten Tag erstmal. Nix hier, guten Tag. Wo ist Finn? Wir haben abgemacht, dass Sie jetzt kommen. Ist eine halbe Stunde her. Ja, na und? Was geht uns das an? Nicht na und. Sie wollten ihn mitbringen, damit ich mit ihm im Park spazieren gehen kann. Wo ist er? Zu Hause, da, wo er hingehört. Sind Sie noch ganz sauber oder wie? Der Kleine war das letzte Mal so aufgewühlt und hat die ganze Nacht nur rumgeschrien und wollte noch nicht mal am nächsten Tag was essen. Ich hatte beim letzten Mal deutlich gemacht, dass er der leibliche Vater des Kindes ist und er hat ein Recht auf Umgang mit dem Finn. Das kann nicht wahr sein. Das tut dem Kleinen nicht gut. Ich kaufe hier Kuscheltiere und alles und Sie lassen ihn zu Hause oder was? Das geht mich Ihr Spielzeug an, mal ganz im Ernst. Das entscheiden nicht Sie, sondern Sie werden vom Jugendamt dazu gezwungen, wenn Sie das jetzt hier nicht lassen, dass er Umgang mit seinem Kind haben kann. Seien Sie sicher. Und wenn Sie diese Aktion nicht endlich unterlassen, dann können Sie sicher sein, dass Ihnen das furchtbar auf die Füße fällt, wenn Sie wieder versuchen, Adoptivfamilie zu werden. Machen Sie doch, was Sie wollen. Erstmal müssen Sie an uns vorbei. Ja, das also, wird uns gelingen. Seien Sie sicher. Das kann ich jetzt nicht glauben. Was ist denn hier los? Sag mal, also, ja. Nee. Gut. Wenn Sie das ernst meinen mit Ihrer Vaterrolle und mit Ihrem Kind, dann müssen Sie um das Kind kämpfen, Herr Rösler. Und das müssen Sie jetzt machen. Ja, und wie ich das ernst meine? Dann können wir jetzt zum Jugendamt gehen und dann mal richtig Rambazamba machen. Wir gehen gar nicht zum Jugendamt. Ich gehe zum Jugendamt und Rambazamba mache ich da auch nicht, sondern das werde ich in aller Ruhe besprechen. Und was dabei rauskommt, das werde ich Ihnen dann erzählen. Sie gehen nach Hause, üben sich in Geduld, halten die Füße still, machen sich einen Jasmintee. Das beruhigt, ja? Okay, ich versuche. Los. Also, und ich rufe Sie an und sage Ihnen Bescheid. Okay. Doch Patrick hört nicht auf den Rat seiner Anwältin. Während seiner Schicht als Pizzafahrer hält er es nicht mehr aus und fährt zu den Wilkes. Das kinderlose Ehepaar, das seinen Sohn unbedingt adoptieren will, reagiert äußerst ungehalten. Meine Frau hat sich doch klar ausgedrückt. Sie machen Finn noch verrückt? Ich kann Finn nicht verrückt machen, ich bin sein Vater. Ach, und wo waren Sie letztes Jahr? Ich bin Finns Vater. Und bei uns bekommt er alles, was er braucht. Was können Sie dem Kind schon bieten? So eine Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Ja, ich werde jetzt meinen Sohn sehen. So, und das lasse ich nicht zu. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Finn! Hey! So, jetzt reicht's, Freundchen. Ab von meinem Grundstück, jetzt Feierabend. Halten Sie sich endlich aus unserem Leben raus und bitte nicht so laut, Finn schläft. Oh ja, ist ja gut, aber dann tu mir einen Gefallen und gib das, Finn. Und jetzt runter. Mann, das ist echt brutal. Ich bin nur ein paar Zentimeter von Finn entfernt und kann trotzdem nicht zu ihm. Mann, ich hoffe, die Anwältin kriegt es schnell gebacken, weil lange halte ich das nicht mehr aus. Für Yannick Schlegel und Silvi Gaspar mit ihren 23 Jahren ist das Leben Party pur. Doch Silvis neuer Freund Patrick Rösler hat durch Zufall erfahren, dass seine Ex-Freundin ein Kind von ihm bekommen und zur Adoption freigegeben hat. Jetzt will der 21-Jährige seinen Sohn unbedingt selbst großziehen. Dafür ist Patrick bereit, seine Freiheit und sein Partyleben bedingungslos aufzugeben. Kneipentour. Mal wieder endlich, nach langer Zeit. Der wird sich schon wieder einkriegen. Ja, ich freue mich aber so richtig schon. Ach, da kommt er. Boah, ey, wirklich. Moin, moin. Tasche. Hey, Schatz. Ja. Alles gut? Nö, geht so, ne? Die wollen mich einfach nicht zu meinem Sohn lassen, ja? Ich könnte ausrasten, wirklich, also... Pass mal auf, du bleibst jetzt erstmal locker, deine Anwältin kümmert sich um den ganzen Kram und das Einzige, was dir heute übrig bleibt, ist einfach Spaß zu haben, okay? Nichts mit Spaß hier. Wir wollten doch auf die Kneipentour, das hast du doch versprochen. Seid nicht böse, ich bin aber echt nicht in der Stimmung dafür, ohne mich heute, ja, ne? Ja. Ja, ist mein Ernst. Wir hatten das doch schon so lange geplant. Nee, ich habe andere Sachen im Kopf, Mann. Okay, nerv doch nicht, Frau Nachtigall. Hallo, können wir kurz reden? Natürlich. Tag, bitte gehen Sie durch. Ja, danke. Guten Tag, hallo, ich nehme an, das ist Yannick. Genau. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich habe zwei Informationen. Ja. Ich fange mal mit der schlechten an. Okay. Das Jugendamt prüft momentan, wie das mit dem Umgang mit dem Kind sein könnte, weil die Familie Wilke hat sie nämlich angeschwärzt beim Jugendamt. Wie angeschwärzt? Ja, sie wären sehr aggressiv gewesen. Was? Und wären auf sie losgegangen. Oh. Und was weiß ich. Ich hatte sie doch gebeten, ruhig zu bleiben. Hm? Es wird ja immer besser. Frau Nachtigall, ich war da. Ich war bei den Wilkes, ist klar. Am liebsten hätte ich Finn genommen und in die Arme gepackt und wäre weggelaufen. Aber ich habe mich echt beherrscht. Also. Ist ja schon viel wert, dass Sie das nicht gemacht haben. Okay, ja. Gut, das mit dem Jugendamt kriege ich schon wieder hin. Das denke ich mir, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Und wir haben ja auch noch ein gutes Argument, nämlich
so wie sich die Frau Wilke da in dem Café benommen hat, ja, das spricht ja erstmal für uns. Auf jeden Gut. Fall. Ja. So, jetzt aber die gute Nachricht. In der Nähe meiner Wohnung gibt es eine Kita und ja, die haben einen freien Ausbildungsplatz. Ach, wirklich? Hm. Wollen Sie da mal hingehen? Naja, mach ich sofort. Ja, ist okay. Ja klar, vielen Dank. Endlich mal eine gute Nachricht. Dann werde ich Ihnen den Ansprechpartner aufschreiben und dann sehen wir weiter. Ich bin schon wieder weg. Ah, viel Spaß und tschüss. Ich finde raus. Okay, super. Kommen Sie gut heim. Ja. Danke. Scheiße. Aber habt ihr das gehört? Ey, es wird ja immer besser hier, der Scheiß. Ja, es wird auch immer besser. Ja, da kacken die Wilkes mich jetzt beim Jugendamt an. Sag mal, haben die noch alle oder was? Also. Wieder nur wegen Finn. Ich hab die Schnauze voll langsam. Ja, ich auch wieder Schnauze wegen voll. Finn. Ja, Finn ist nun mal mein Sohn, hallo? Immer das Gleiche. Fang doch mal an, an mich zu denken. Ich hab einen Sohn und ich komm nicht zu dem und die kacken mich an. Also, jetzt fang bloß nicht an, euch zu schneiden. Ich hab die Schnauze voll, ganz ehrlich, ich hab die Schnauze voll. Ja, aber ich will eine Entscheidung, weil ich hab keinen Bock mehr darauf. Ich will Spaß haben. Du denkst nur noch an deinen Sohn, du heulst jeden Tag rum. Kannst du mal an mich denken? Pass auf, ich hab einen Sohn, ich muss Verantwortung übernehmen. Da ist die Entscheidung ganz klar. Da ist die Tür, ciao. Ach so, du entscheidest dich, dass das für das Kind? Ja, natürlich. Ach, du bist einfach sowieso denn los, du Arschloch, ey. Ja, schön, hau rein. Also ich hätte nicht gedacht, dass Silvi so herzlos ist. Wenn sie mir so die Pistole auf die Brust setzt, ist meine Antwort doch klar. Mich gibt's nur noch mit Finn. Und wenn sie das nicht kapiert, ist sie auch nicht die Richtige für mich. Was für ein Scheißtag. Ja, aber wenigstens habe ich das Vorstellungsgespräch. Über Helga Nachtigalls Kontakt erhält Pizzafahrer Patrick eine einmalige Jobchance. Bereits nach dem Schulabschluss wollte der 21-Jährige Erzieher werden. Damals hat er jedoch sofort kapituliert, als seine Bewerbung nicht klappte. Und auch jetzt stellt die Kita-Leiterin seine Qualifikation in Frage. So, Patrick Rösler. Oh. Oh, Herr Rösler, da ist ja nicht viel dabei, was wir hier so mitnehmen können. Was haben Sie denn, was ist denn Ihrer Meinung nach, was sind Ihre Stärken? Wissen Sie, ich kann wirklich gut mit Kindern umgehen. Ja, ich habe selber einen kleinen Sohn. Okay. Klar, der wohnt im Moment noch in der Pflegefamilie, aber ich hole ihn jetzt bald zu mir. Aber so richtig Erfahrung haben wir ja dann auch nicht mit Kindern. Ja, noch nicht wirklich, aber ich habe es garantiert drauf, wirklich. Sie sagen das so einfach, wissen Sie, ich meine, Kindergarten ist was anderes. Ja, ich schaff das. Och, Timmy. Kannst du mit mir spielen? Och, Timmy, mein Spatz, weißt du was? Du musst noch ganz, ganz kurz Geduld haben. Die Tante spricht kurz mit dem Onkel noch. Komm, Timmy, ich komme nachher zu dir, ja? Kannst du mit mir spielen? Hey, ja, Mama, hier ist ja gar kein Spieltipp. Aber weißt du, was wir dann machen? Pass mal auf. Wir bauen uns einfach einen Papierflieger. Das habe ich auch immer gemacht, als ich kein Spielzeug hatte. Wollen wir uns mal kurz hinsetzen? Dann bauen wir den mal. Für gewöhnlich ergreift der 5-jährige Timmy die Flucht, wenn jemand mit ihm spielen will. Doch nicht bei Patrick. Die Kita-Leiterin ist beeindruckt. Wollen wir jetzt mal gucken, ob der vielleicht auch fliegt? Okay, dann werfe ich den mal. Boah, richtig weit sogar. Wenn du willst, kannst du jetzt damit rumspielen. Geh mal probieren, Timmy. Das ist toll. Ach, wissen Sie was? Also mit unserem Timmy ist es alles immer gar nicht so einfach. Er spielt nicht mit anderen Kindern. Die anderen Erzieher kommen nicht an ihn ran. Aber anscheinend haben sie ihn begeistert und mich auch. Ja, aber das ist doch jetzt was Gutes für mich, oder? Herr Rösler, eigentlich schon. Wissen Sie was? Ich möchte Ihnen wirklich gerne eine Chance geben. Ich kann das nicht gleich mit einem Arbeitsvertrag. Aber ich würde Ihnen jetzt den Praktikumsplatz anbieten. Und wenn es dann alles gut klappt, wenn die Kinder gutes Vertrauen zu Ihnen haben, wenn sie sich eingelebt haben, wenn uns das allen gut gefällt, dann können Sie gern einen Arbeitsvertrag von uns bekommen, wenn Ihnen das recht ist. Das ist super, das freut mich wirklich. Das freut Wunderbar. Mich auch. Dann auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, ich bedanke mich. Ja, tschüss. Zwei Tage später darf Patrick seinen Sohn Finn endlich wieder besuchen. Er will Noras Mutterinstinkt wecken und schiebt den Kinderwagen deshalb direkt vor ihre Schule. Die 19-Jährige hat ihr Baby seit der Entbindung nicht mehr gesehen, sondern es auf Drängen ihres Vaters sofort zur Adoption freigegeben. Guck mal, Nora, ich habe jemanden mitgebracht. Was soll das? Ja, es ist dein Sohn. Hey. Mann, Nora, warte doch mal. Lauf doch nicht einfach weg, das ist hier dein Sohn. Nein, ich will das nicht. Und ich kaufe dir das auch nicht ab, du mit Kinderwagen. Ich kann verstehen, dass du so denkst. Ne? Ich war ein Idiot, aber ey, ich habe mich geändert. Glaub mir, ich habe jetzt einen Job als Pizzafahrer bekommen. Und ich habe auch ein Praktikum bekommen im Kindergarten. Und wenn ich da gut bin,
dann kriege ich auch eine Lehrstelle als Erzieher. Weißt du, und das Allerbeste ist einfach, ich habe sogar eine Wohnung gefunden. Ich muss nicht mal mehr bei Yannick auf der Couch pennen, wirklich. Ja, das ist ja schön für dich. Der Kleine, der hat mein ganzes Leben verändert. Weißt du, er ist wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Das freut mich, ehrlich. Und guck noch mal, willst du ihn nicht mal auf den Arm nehmen? Nein, nein. Guck mal, wie er dich anguckt. So süß, probier's doch wenigstens mal. Du wirst dich sofort in ihn verlieben, glaub nein. mir. Patrick, er ist ja ganz süß, aber ich kann das nicht wirklich. Nur Nora, warum? Nein, nein, es tut mir leid, es tut mir leid. Ach, Mann. Mensch, mein Kleiner. Ach, die Mami, die kriegen wir schon wieder hin, okay? Schaffen wir schon. Ich habe einfach Angst, mich in das Kind zu verlieben. Ich kann auch keine Mutter sein. Ich meine, ey, ach, scheiße, genau deswegen wollte ich das Kind nicht sehen. Noras Mutter Vanessa hat der Adoptionsfreigabe ihres Enkelkindes vor 13 Monaten schweren Herzens zugestimmt. Denn auch die 48-jährige Hausfrau leidet unter dem Patriarchat von Noras Vater Jochen. Doch für ihre einzige Tochter tut sie alles. Hallo, mein Liebes. Mama. Was ist denn los, mein Schatz? Ich glaube, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Was ist denn los? Ich hätte Finn nie abgeben dürfen. Ich wusste gar nicht, was das für Konsequenzen haben wird. Das habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommt. Wieso? Hast du dann nichts gesagt? Naja, ich wollte dir das nicht noch schwerer machen. Vielleicht habe ich mich von deinem Vater beeinflussen lassen. Ich schäme mich so, mein Liebes. Es ja. tut mir leid. Ja, und was soll ich jetzt machen? Naja, der Finn ist ja noch nicht adoptiert. Und der Patrick hat ja das Ehe jetzt erst verhindert. Und du sollst dir aber richtig überlegen. Bist du denn überhaupt bereit, Mutter zu sein? Ich weiß nicht, eigentlich ja nicht. Aber dann sehe ich Patrick und er hat sein Leben im Griff. Und du hättest ihn sehen müssen, wie er mit dem Kleinen umgegangen ist. Und ich meine, wenn er das schafft, dann schaffe ich es doch auch, oder? Ja, Liebes, egal wie du dich entscheidest, wir sind immer auf deiner Seite. Was gibt's denn da zu überlegen? Wir haben das gemeinsam besprochen und wir haben es gemeinsam entschieden. Wir? Du hast es entschieden. Du hast so viel Druck auf mich ausgeübt, bis ich nicht mehr klar denken konnte. Pass auf, Schatz. Wie ist das? Ich sag dir was. Gleich morgen ziehen wir beide los und dann kriegst du die Vespa, die du immer haben wolltest. Ha, ist das was? Ist das dein Ernst? Weißt du nicht, um was es hier geht? Hier geht's um einen Menschen, um mein Kind. Und du versuchst mich zu kaufen mit einer Vespa. Ich hasse dich. Na, Johann, du hast die ganze Zeit nur deine Pläne gemacht. Und ich habe den ganzen Mist auch noch mitgemacht. Ich schäme mich so dafür, dass ich meine Tochter in Stich gelassen habe, als sie mich am meisten gebraucht hat. Patrick hatte die ganze Zeit recht. Ich muss auf jeden Fall noch mal mit ihm reden und dann werden wir zusammen zu Finn gehen. Jochen Marquardt ist es gewohnt, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Er findet, Nora ist zu jung für ein Kind und meint, sie wird sich nicht nur ihr Abitur, sondern ihre ganze Zukunft verbauen. Um das zu verhindern, sucht er Helga Nachtigall, die Anwältin von Patrick, auf. Einen schönen guten Tag. Nanu, Herr Marquardt, was kann ich für Sie tun? Ja, ich dachte, wir könnten uns mal unter vier Augen unterhalten. Bitte, nehmen Sie Platz. Oh, ich will gar nicht groß Wurzeln schlagen. Aha, worum geht's? Ich bin hier aufgrund dieses leidigen Sorgerechtsfalls mit Patrick und mit Nora. Und ich dachte, wir könnten uns da vielleicht einigen. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist, Herr Marquardt. Sie wissen ganz genau, dass ich Herrn Rösler vertrete und da kann ich mit Ihnen über nichts reden. Aber genau deswegen bin ich doch da. Am Ende möchte ich doch nur, dass alle glücklich sind. Und deswegen meine ich, dass wir uns vielleicht eine kleine Einigung vorstellen könnten. Was soll das für eine Einigung sein, Herr Marquardt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nun, also, wir werden es so machen, dass ich Ihnen 5.000 Euro bar auf die Hand gebe, steuerfrei selbstverständlich. Und als Gegenleistung haben Sie nichts anderes zu tun, als ein bisschen die Schräubchen zu drehen, bis Patrick die Sorge recht verliert und die Wege ist, das Baby adoptieren können. Ich fange gleich an, hier noch an anderen Schrauben zu drehen.
Sie meinen, dass ich jetzt hier Parteienverrat begehe, ja? Und Sie bestechen hier einen Rechtsanwalt. Und das ist bitteschön eine Straftat. Und dann fallen Sie noch Ihrer Tochter in den Rücken. Das ist schon ein harter Tobak. Hm? Bestechung ist aber ein sehr hartes Wort. Ja, das ist aber so. Nehmen Sie Ihr Geld und verlassen Sie sofort meine Kanzlei. Sofort raus. Ganz schnell, sonst wäre ich ausfallend. Aber ganz fix. Also, kommen Sie raus. Ja, raus. Aber Sie müssen... Nee, ich rede mit Ihnen darüber gar nicht mehr. Also das war schon zu viel des Guten, Herr Marquardt. Na, dann eben nicht. Nee, dann eben nicht. Glauben Sie mir, ich brauche Sie auch nicht dafür, um diesen Fall zu lösen, damit Nora nicht ihr gesamtes Leben an die Wand. Ja, so viel Geld, um mich zu bestechen, haben Sie gar nicht. Einen schönen Tag. Ja, ich nehme das alles zur Kenntnis. Und da fällt mir auch noch was ein. We got eyes wide open. Nach dem Streit mit ihrem Vater ist Nora sofort zu Patrick gefahren. Beide wollen gemeinsam ihren Sohn bei dessen Pflegeeltern besuchen. Unterwegs haben sie sich telefonisch mit Helga Nachtigall am Haus der Wilkes verabredet. Was hat die Anwältin jetzt zu dir gesagt? Ja, also worum es genau geht, weiß ich auch nicht. Aber am Telefon hat sie halt gesagt, dass sie sich sofort mit mir treffen will. Ja, da habe ich gesagt, kann sie auch gleich hierher kommen, ne? Okay. Und glaubst du, sie geben uns Finn? Du hattest ihn doch eben schon. Naja, Fragen kostet ja nichts. Und außerdem sind wir die leiblichen Eltern. Das heißt, das müssen sie eh zulassen, ne? Angekündigt habe ich mich jetzt nicht, aber die haben gesagt, dass sie Finn hinlegen wollen. Das heißt, die müssten ja eigentlich da sein, ne? Aber hallo, was machen Sie denn da? Ich hab Sie hier doch ja nicht gesehen. Ja, nichts. Wir wollten nur zu den Wilkes. Ja, dann klingeln Sie doch anständig. Ich hab gerade geklopft. Licht ist auch an, macht keiner auf. Wir wollten zu unserem Kind. Das sind nur Pflegeeltern. Ach, das hat ja nicht gewusst. Ja. Gibt's hier ein Problem? Also, guten Tag, ich bin Rechtsanwältin Nachtigall, ich grüße Sie. Frau Moritz, Sie sind die Nachbarin. Ja. Aha, gut. Was für ein Problem gibt es? Oh nein, wir passen hier immer aufeinander auf und so. Das sind fremde Leute hier. Verstehe ja nicht, was die hier wollen. Und erzählen mir hier was vom Kind. Ja, das sind meine Mandanten, das stimmt auch. Ja, das sind die leiblichen Eltern von dem Jungen, der hier von Familie Wilke betreut wird. Die sind abgehauen. Die haben ein neues Auto, einen schwarzen VW-Kombi und sind weg. Aha, okay. Ganz eilig. Und das Kennzeichen haben Sie auch gesehen? Ich weiß bloß, dass das schwarz war und ein Kombi. Yeah. Okay, Frau Moritz, vielen Dank. Sie haben uns sehr geholfen. Dankeschön. Hoffe ich. Ja. Also, dann tschüss. Dankeschön. Ja, tschüss. Was ist denn jetzt los? So, also ich vermute, dass Familie Wilke mit ihrem Sohn einfach abgehauen sind. Ist aber voll komisch, weil die haben mir vorhin noch gesagt, habe ich zu Nora auch schon gesagt, dass sie Finn hinlegen wollten. Und jetzt sind die weg. Aber die können ja nicht mit meinem Kind abbauen, hallo? Offensichtlich doch, ja. Und ich glaube sogar, Frau Marquardt, dass Ihr Vater was damit zu tun hat. Mein Vater? Ja. Was hat er gemacht? Ja, das erkläre ich Ihnen unterwegs. Wir gehen jetzt zu meinem Auto und fahren los und rufen von unterwegs die Polizei an. Ja? Ja, das ist das Beste, was wir jetzt machen. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night. Die Pflegeeltern von Nora Marquardt und Patrick Rösler Sohn Finn sind mit dem 13 Monate alten Baby geflohen. Rechtsanwältin Helga Nachtigall vermutet, dass Noras Vater Jochen dem Ehepaar Wilke dabei geholfen hat. Sie will den Versicherungsmakler und seine Frau Vanessa damit konfrontieren. Jetzt glauben wir, dass Papa das war. Was machen die alle hier? Der Papa ist gerade weggefahren. Heavy weggefahren. Aber sein Auto steht doch draußen. Genau. Er hat seinen Zweitwagen genommen. Aber der Zweitwagen ist ein VW und ist schwarz? Ja, das stimmt. Was hat aber das Ganze damit zu tun? Ah, da kommt er. Ich bin mal gespannt. Na, bitte. So, jetzt erklär mir mal, wo Finn ist, wo ist mein Sohn, was hast du mit dem gemacht? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ja, erklär mal jetzt was. Herr Magmatt, ich hatte mir erlaubt, Ihrer Familie zu erzählen von unserem netten Treffen in meiner Kanzlei. Und jetzt behaupte ich mal ganz einfach, dass Sie die Familie Wilke überredet haben, den Finn zu entführen. Was sagen Sie dazu? Was für ein Treffen? Ich habe Sie seit über einer Woche nicht gesehen. Ja, den Mist können Sie sich hier sowieso gleich sparen. Wir wissen alle hier, dass Sie probiert haben, meine Anwälte zu bestechen. Johann? Du hast ihr das Geld gegeben, damit deine Tochter ihr Kind nie wieder sieht. Du bist wohl völlig durchgedreht. So was Hinterhältiges habe ich nicht einmal von dir erwartet. Wo ist mein Sohn? Woher soll ich denn wissen, was diese Wilkes so treiben? Die habe ich auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Herr Marquardt, Sie lügen ja schon wieder. Sie haben den Zweitwagen jetzt gerade zur Familie Wilke gebracht. Die Frau Moritz, die Nachbarin, die hat das nämlich uns erzählt. Die hat das gesehen. Die passen ja auf, die Nachbarn. Jetzt haben Sie den Anstand und sagen uns, wo das Kind ist und wo die Wilkes hingefahren sind. Sie machen sich strafbar. Mithilfe zur Kindesentführung. Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Du hast nicht nur deine Tochter und deinen Enkel hintergangen, sondern die ganze Familie. Jetzt reicht's aber. Hab wenigstens die Arsch in der Hose und sag, wo sie sind. Mann. Ich hab den
Wilkes erzählt, dass Nora auch zu Finn will. Warum? Naja, und ich habe ihnen erzählt, dass sie Finn eben verlieren, wenn sie nicht wegfahren. Jetzt? Also habe ich ihnen unseren Zweitwagen geliehen. Die sind nach Polen gefahren. Was? Zum Zigaretten holen. So, jetzt sagen Sie uns das Kennzeichen. Sofort. Sagen Sie das Kennzeichen und dann informieren wir die Polizei von unterwegs. Na los, los, los. Okay, ja, dann los. Aber jetzt. Es eilt. Johann, du ekelst mich echt jetzt an. Bei Kindesentführung ist die Polizei zum Glück sehr schnell, um den Kindern zu helfen. Da wir jetzt das Kennzeichen haben von dem Wagen, können wir die Familie Wilke hoffentlich vor der Grenze noch stoppen. In letzter Minute entdeckt die Polizei den Wagen von Jochen Marquardt auf einem Rastplatz zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Die Beamten haben Helga Nachtigall sofort informiert und sie ist mit Nora und Patrick zu der Autobahnraststätte gefahren. Hey, mein Kleiner. Sind Sie verrückt geworden? Ey, das war ja jetzt hier irgendwie eine ganz tolle Aktion, würde ich mal sagen, ja? War wunderbar ausgedacht, aber ist daneben gegangen, meine Herrschaften. Verdammt nochmal, das ist mein Kind. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie reif genug sind, ein Kind zu erziehen. Sie haben nichts in der Hand. Lassen Sie meine Frau los. Das ist unser Kind. Hören Sie jetzt auf, Mann. Das ist unser Kind. Wie kommt ihr darauf, das entführen zu wollen? Ich glaube, bei euch hackt's, Alter. Meine Tasche. Hallo, guck mal. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Komm, ja, komm. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben, Finn. Das nimmt da doch alles gut hin, hm? Endlich ist er wieder da, ey. Ja, ein Glück, wir haben sie noch vor der Grenze erwischt und ich glaube, das war doch ganz wichtig. Ja. Dankeschön, ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Ach, alles gut, alles gut. Wir haben das alles gut hingekriegt. Guck mal hier, was wir da haben. Ja. Ist alles gut jetzt. Die Familie Wilke muss sich jetzt strafrechtlich wegen Kindesentziehung verantworten. Ich hoffe, dass Frau Marquardt und Herr Rösler sich darüber im Klaren sind, dass sie sich jetzt um ihr Kind kümmern müssen. Aber ich bin sicher, sie werden beide sehr gute Eltern sein. I stay out too late. Got nothing in my brain. 2 Wochen später kann Patrick sein Glück kaum fassen. Er und Nora haben das Sorgerecht für ihren kleinen Finn. Und seine große Liebe ist zu ihm zurückgekehrt. Zu dritt beziehen sie nun ihre erste gemeinsame Wohnung und sagen dem Partyleben für immer Ade. Na Jungs, seid ihr mal fertig? Ja, wir müssen jetzt nur noch diese eine Kiste einpacken. Und dann kann's auch losgehen, ne? Okay, meine Mutter hat angerufen. Sie will uns zum Essen einladen. Oh, das ist ja cool, das freut mich. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Vater? Nichts, sie haben sich endgültig getrennt jetzt. Und sie sucht eine Wohnung und ja. Ist wahrscheinlich besser. Ist besser für alle, denke ich mal auch. Wurde ja auch mal Zeit, dass ich endlich meine eigene Bude habe. Und mit Nora und Finn ist mein Glück sowieso perfekt. Ich hätte doch niemals gedacht, dass Nora und ich wieder zusammenfinden. Wir starten jetzt einen Neuanfang und diesmal alles anders. Patrick bekommt den lang ersehnten Ausbildungsplatz als Erzieher und Nora macht ihr Abitur. Finanzielle und tatkräftige Unterstützung erhält das junge Paar von Noras Mutter Vanessa. Mara und Toni Wilke sowie Jochen Marquardt wurden wegen Entziehung Minderjähriger zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.